Ganz schön große Stadt. Allerdings. Noch keine Waffenlaster. Nee. Die Mühlen des Schicksals mahlen langsam. Misfit, hier Haymaker. Ich höre. Misfit, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrisons Regiment die Jaffier-Brücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Haymaker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kurgier-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit, auszusteigen. Verstanden. Da ist Haymaker. Los geht's. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Sir. Verstanden. Blackburn, nimm den Mörser. Los, los! Ich krieg echt einmal die dicken Dinger, das finde ich sehr gut. Aufpassen! Nimm die Steinmauer unter der Überführung als Bezugspunkt! Ihr trefft uns nicht, ihr trefft uns nicht. Stell den Mörser dort auf! Überprüft Blende und Durchfahrtshöhe! Los! Ich brauche da unsere Sofortfeuer! Oh, bloß nicht reingucken. Jetzt rüber über die Mauer! Los, wir machen das! Das sind wieder so Features, die werden im Multiplayer geil. Räuberleiter. Das wird auch Squadplay wieder viel mehr fördern. Netzwerke verreckt hier. Eintritt! Ich mag das Ding. Multiplayer ist es zwar Noobtube, aber hier habe ich meinen Spaß damit. Da müssen wir wohl doch noch mal ein bisschen ballern. Hab dich im Multiplayer ein paar Mal. Aber damit sind wir hier, glaube ich, ein bisschen besser dran. Ich halt, dass ich nicht so viel mit euch quatschen kann, ne? Aber das ist echt ganz schön spannend und konzentrationsfördernd. Immer reinhalten.
bräuchten mal ein bisschen Munition. Manchmal sehe ich die Gegner gar nicht. Ich sehe nur die Schüsse und schieße einfach in die Richtung. Oh. Ich habe ja noch Granaten. Wir erinnern uns, er hat sicher gesagt. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Oh, ein Kühlschrank hat auch nicht viel gebracht. Bin schon hier, Mädels. Versuch. Get ready. Noch ausstehen, Apartment sicher. 1-3 entfernt sich für diese Mission von Misfit. Ich hoffe und ich bete dafür, dass mein Battlefield 1 so in Autos einsteigt und nicht eh direkt auf einmal drin sitzt. Das wäre so ein Zwerg. Sogar spielentscheidendes Feature. Man, so könnte man die Leute auch aus den Fahrzeugen rausziehen, zum Beispiel wenn ein gegnerischer am Panzer sitzt oder so. Man könnte Features einsetzen, wie Fahrzeuge abschließen. Könnte so viel daraus machen. Das war ja zu langweilig. Scheiße. Wo ist der hin? Verstanden, 1-3. Umkehren nicht nötig. Wir schieben die Karre aus dem Weg. Aus. Du hast es gehört. Halt ab. Ach. Haben wir nicht gerade noch über Hinterhalt gesprochen? Bringen wir es hinter uns. Ja, es war zu erwarten. Hier drüben! Diese Bastarde! Einfach liegen lassen, genau. Ich kenne unsere Kollegen, die gerade vor uns gestorben sind. Nagelt sie fest! Wir gehen hoch! Blackburn! Wir nach! Kekse. Für die Jungs da hinten. Machen da noch was. Auch wenn die gerade hart unter Beschuss sind. Ich geh mal vor.
Sobald wir draußen sind, will ich, dass ihr mit Flankenfeuer abfackelt. Verstanden? Verstanden! Verstanden. Gerne doch. Mann, gibt's immer noch keine Munition. Ah, damit können wir ein bisschen mehr aufhalten. Ich wollte gerade schon 3 drücken für Munitionskit hinlegen. Das wäre auch was. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu treffen. Granaten habe ich auch. Das war meine letzte Granate. Aufgeräumt. Alles klar, Battlefield. Panzer! Das ist ein scheiß Panzer! Los, weg hier! Schnell! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich renn mal vor, Mädels. Kann ich die auch... Nein, kann ich nicht. Ach, schnell da. Alle okay? Bin okay. Das bestens. Und bei dir? Auch alles okay? Okay? Verflucht, das waren T90 und ich lebe noch. Mir geht's besser als okay. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Blackburn, bist du okay? Das kann man sich sagen. Alles in Ordnung? Irgendwo muss es hier rausgehen. Das haben sie auch geil gemacht, die Szene. Da hat man richtig wieder dieses Squad-Gefühl bekommen. Ja, teilweise haben sie es echt gut drauf bei Battlefield 3. Nur da gibt es so ab und zu so zwischendurch so Szenen und Momente, die sind nicht so 100% perfekt. Aber ist schon echt nicht schlecht. Luftunterstützung steht zur Verfügung, wenn Sie rechtzeitig hier sind. Ja, schieb mich ruhig, kein Problem. Ich glaube, das ist die Bank. Ich nehm's an. Der Scheiß T90 ist wieder da. Wir müssen was tun. Scheiße. Wo ist der hin? Scheiße! Ich geh mal hier runter. Lol. Automatisch wieder hochgeschickt, okay? Jetzt haben wir die Explosion fahrbar. Das ist mal. Messert. Was? Sichert das ist WTF. Packet das Scheißding ab! Kacke! Los, los, los! Und weg ist er. Halt das
machst du gut, Blackburn. Was? Wo hab ich das hingelegt? Wo hab ich das Ding hingelegt? Panzer, voraus! Wo hab ich den noch? Ach, hier bin ich. Auch gerade gedacht. Aber hier sind wir jetzt ein paar mehr als drei. Beziehungsweise vier. Und jetzt? Unser mobiles Navi. Immer auf, nein. Da, lauf los. So, wieder so ein Moment, da ist wieder so ein bisschen. Naja. Komm schon, da hoch, los, los, vorwärts! Ach komm schon, Battlefield. Bewaffnet bist, versuche Konfrontation zu vermeiden. Oh. Sag bloß. Mein Gott, wie oft kommt noch einer an dem Fenster. Einfach reinhalten. So böse an. Durch helfen da oben. Ah, ne. Hilf mir hoch! Ja, gespannt. Nee, schlecht. Und jetzt? Ah. Highspeed Treppen steigen. Leiter klettern. Muss ich das jetzt auch machen? Bin drin! Okay. Ach, zum Glück macht er das alleine. Das hätte uns jetzt noch 20 Minuten gedauert, bis wir dann im Fenster wären.
Ich hab ihn! Jetzt! Na komm, den kriegen wir doch. Da musste wohl jemand aufs Klo. Sicher. Auch eine nice Animation. Ich wusste gerade erst nicht, ist das jetzt ein irgendwie ein Tisch oder ist das ein Das war ein Typ. Ich geh nochmal vor, wa? Oh nein. Fuck. Da war ich zu geil auf die Sniper und hab nicht auf die Granate geguckt. Das müssen wir nochmal machen. Noch einer! Messer! Du bist dran! Das macht eigentlich auch voll Sinn, den hier noch leise wegziehen und dann reinrennen und ballern. Scheiße, ey. Wir müssen echt viel mehr mit Deckung arbeiten. Die Geschichte müssen wir noch ein bisschen vorsichtiger machen. Vielleicht liegt der hier im Raum auch irgendwo noch ein Sniper. Sieht aber eher nicht danach aus. Seine Waffe, weil die hat dieses Ziel da oben drauf. Komm, da oben kommt doch gleich eh einer. Kannst du nicht jetzt schon spawnen? Ist der Multiplayer wäre ich schon dreimal durch. Aber hier spawnen die auch erst, wenn du an einer bestimmten Stelle bist. So. Und geht das schon ein bisschen besser. Da war er. Und da war er immer noch. Oh, fuck. Ja, schieb mich ruhig, kein Problem.
Fleming! Weiter so! Hat da so ein rechts gesehen? So von 5 auf einmal auf 102 hoch. Nice. Und jetzt? Muss ich hier? Was Gentlemen, wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir. Findet sie. Grabt alles um. Ihr da übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Mhm. Blackburn, komm schon. Okay. Montez, die Tür. Montez. Blackburn. Namen sind nicht meine Sache. Auch davon will ich was mitnehmen. Schade. Und mit den Kriminellen werden wir wahrscheinlich die Aufgabe von so viel Geld wie möglich in der Bank. Da geht's gut. 20 Meter runter. Langsam und leise. Lass das Seil vorsichtig runter. Mission Impossible, was? Die Ohrenblau von Epic City wissen Bescheid. Hier bitte die Musik einfügen. Blackburn, gut gemacht. Was habe ich denn gut gemacht? Ich stand da nur. Haltet Spannung auf dem Seil. Ja. Ich höre da unten was. Könnten Stimmen sein. Ganz unauffällig unsere Seile und Geräusche. Und einer noch. Blackburn, halt eine Blende. Wer das Seil nicht sieht, der ist dumm. Gekommen sind, weiß jetzt auch keiner. Ja, komm, Granate. Da werfen wir noch mal eine hin. Ah, das muss ich. Nochmal aufladen. Mein Gott, er ist schon zweimal auf einen von mir geschossen. Los geht's. Da ist bestimmt Dick Money drin. Glaubst du, Al-Bashir ist da drin? Keine Ahnung. Finden wir es raus. Metkovic, öffne das Tor. Nein, wir sind auch nicht Metkovic, wir sind Blackburn. Guckst immer so komisch. Oh. Gesichert, gesichert! Was zum Teufel ist das? Ich würde sagen, ein Bildschirm. Riechst du das? Rauch. Kodit. Wir müssen die Tür aufkriegen. Kannst keine Spiele spielen. Scheiße, kein Battlefield-Spiel. Bist im Krieg. Ich geh rein. So gucke ich aber auch immer, wenn ich kämpfe. Gesichert. Heilige Scheiße. Das ist eine Goldmine. Das ist ein Operationsraum. Anscheinend wollten sie zerstören. Nein, guck doch. Alles noch da. Packt alles ein und nehmt's mit. Oh, Scheiße. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Und auf einem Zugfahrplan steht 6.02 Uhr. Heilige Scheiße. Das erklärt einiges für den Anfang. Das ist radioaktiv. Findest du die Idee gut? Wir haben keine Wahl. Oh, Scheiße. Weißt du, was das ist? Nuklear. Bomben, russische. Da ist nur noch eine.
Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen! Da! Scheiße. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein, keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Misfit 1-3. Hierführung Misfit, ich höre. Misfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3, Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Bitte wiederholen. Kein gutes Zeichen. Oh nein. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Eine. Also eine. Nur eine, aber Platz für drei. Nur weil ich nachts Lichter sehe, heißt das nicht, dass es sich um ein scheiß UFO handelt. Wir glaubten, dass es mal drei waren. Und ich glaube, dass Elvis noch lebt. Ich kaufe aber trotzdem keine Konzertkarten. Was ist mit den anderen Bomben? Tja, eine ist schon hier. Dann wissen Sie also nichts von Paris? Was? Sie haben verstanden. Er hat es nicht verhindert. Wer hat was nicht verhindert? Meinen Sie ihn? Er war früher russischer Spetsnaz, Wimpeleinheit. Dmitri Dima Majakowski. Genau der Typ von Soldat, der nicht zufällig irgendwo auftaucht. Wir wissen, dass Sie ihn kennen. Wir sind uns begegnet. Wollen Sie damit irgendwas andeuten? Wir glauben, Sie wissen, warum er in Paris war. Wenn Sie mir erzählen, was in Paris passiert ist, sag ich's Ihnen. Wir wissen nicht viel mehr als Sie. Der Einzige, der weiß, was wirklich in Paris passierte, ist Dima.